Los! Liebe Freunde, heuer im Sommer sind ganz viele Familien und hoffentlich auch Gäste in Innsbruck. Und in der Belebung des Stadtteils Pradels, oder für den Stadtteil Pradel, gibt es ein ganz besonderes Festival. Eingeladen sind natürlich alle, aber wir freuen uns, dass im Stadtpark Rapoldi das Rapoldi-Festival stattfindet. Ganz viel beigetragen und organisiert hat die Kultur. Ich freue mich, dass einerseits unser Mitglied im Kulturausschuss, die Theresa Ringler, aber die Kulturstadträtin Uschi Schwarzlach da ist. Jetzt würde ich euch bitten, zuerst Uschi dich, sag uns in drei Sätzen, was hat es damit auf sich? In drei Sätzen wird es im Park, im Rapoldi Park, einen Rummel geben. Einen künstlerischen, einen akrobatischen, einen clownesken und einen Umweltrummel. Und das an 4 Tagen, ich glaube 25. bis 29. Das sind 4 Tage, wenn ich richtig rechne drauf. Bei schönem Wetter, bei Abstand und bei hoffentlich vielen Besuchern und Besucherinnen. Und mit viel Lachen hoffentlich. Ja, ich freue mich sehr drauf. Es wird 4 verschiedene Stationen geben. Eins im Schulmarkt, die anderen drei im Park verteilt. Und man hat ja jetzt schon gesehen, wo man schon ein bisschen einen Eindruck gekriegt hat und das Projekt vorgestellt worden ist, dass ganz viele Kinder schon geschaut haben und sich informiert haben, was da passiert. Und ich glaube, das wäre ein richtiger Magnet und eine sehr, sehr schöne Zeit im Sommer, wo hoffentlich ganz, ganz viele Familien, aber jung bis alt, sage ich mal, da ganz gute Freude mit dem haben werden. Ich bin gespannt. Danke, Theresa. Und für uns allgemein in der Stadt ist wichtig und für mich als Wirtschaftsreferentin, dass wir für den Stadtteil Pradel auch immer wieder nicht nur mit Events, sondern vor allem für die lokalen Unternehmer einen guten Rahmen schaffen. Wir haben einen großen Beteiligungsprozess gehabt und das gehört auch zu einem der Umsetzungsprojekte. In diesem Sinne laden wir einfach alle ein, dabei zu sein, mit Abstand, aber mit ganz viel Lachen und ganz viel Humor. Vielen Dank. Mit viel Herz. Und mit viel Herz, genau. Danke.